Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Wir schmieden unser eigenes Schicksal. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Heute dreht sich alles wieder um God of War Ragnarök. Falls ihr es verpasst habt, das ist das letzte Video dazu gewesen zu God of War Ragnarök, denn auf meinem Kanal gibt es Tipps, Tricks und Guides. Und damit ihr nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen und natürlich die Glocke aktivieren. Oder wie würde Alvor von Assassin's Creed Valhalla dazu sagen? Was? Höre ich da die Glocke? Nein! Nice. Und natürlich, damit ihr das andere Video nicht verpasst zu meinen anderen Blockbustern, dann checkt hier auf jeden Fall dieses Video aus. Ihr könnt natürlich auch interaktiv in meinem Livestream reinswitchen und dort Fragen stellen, die ich natürlich gerne für euch beantworte zu God of War Ragnarök. Doch jetzt, meine lieben Freunde, bleibt gesund, Semper Fi, und lassen wir es richtig krachen. Let's do it! Habe weniger. So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen... Gilt diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung... Typischer für Odin geht's nicht mehr. Noch ein Gedicht von Kvasir. Eine Brandbombe vom Kopf der Anti-Odin-Propaganda während Dürrlins Rebellion. Sie war ziemlich brillant, bis sie zu weniger subtilen Mitteln des Widerstands. Also, hinter dir! Thank you.
Freya, eine Blume. Funken da. Freya, du hast gesagt, Fimbulwinter brach einige von Odins Flüchen. Aber du brauchtest noch Hilfe. Hat Sigrun dir geholfen, deinen Kriegergeist wiederzuerlangen? So nannte Odin also den Fluch, der mich davon abhielt, mich selbst zu verteidigen? Oh, ja, da muss ich es wohl gehört haben. Willst du wissen, was der Fluch wirklich bewirkt hat? Was er mir angetan hat? Was es mich kostete, ihn endlich zu brechen? Ich glaube vielleicht lieber nicht. Ganz genau. Sigrun muss geholfen haben, deine Walkürenflügel zu finden. Waren sie dort versteckt, wo ich dachte? Waren sie nicht. Aber ja, sie half mir. Sagte die ganze Zeit, ich solle meine Wut loslassen. Aber sie unterstützte mich trotzdem. Mehr dieser geisterhaften Berserker-Halunken siehst, dann erledige sie. Die neuen Welten werden es dir danken. Haben dir diese Krieger irgendwann Unrecht getan, Mimir? Du bist sehr aufgebracht. Mehr als sonst. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, wenn's dir recht ist. Na schön.
Schnapp das Schwert und lass uns hier verschwinden, ja? Lungen? Nein, das ist Blödsinn. Was? Brocks verdammtes Rätsel. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Dieser blaue Trottel darf mich nicht schlagen. Wenn du dich so aufregst, hat er das schon. Ihr schon wieder. Ihr seid der Grund dafür, dass Odins Schergen durch die Stadt marschieren. Wir töten alle Einherjer, die wir finden können, falls das ein Trost ist. Wow, wow! Können wir das draußen regeln? Das ist eine... ...liebende Einrichtung. Du sprachst vom Widerstand. Stattdessen trinkst du. Oh, ich habe Pläne, von denen du überhaupt nichts weißt. Und sie verwirklichen sich gerade. In der Zwischenzeit habe ich nicht vor, all meine Seelenteile stocknüchtern nach Alvheim gleiten zu lassen. Wenn mich die Asen aufspießen, will ich zu besoffen sein, um es zu spüren. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da, damit ihr nichts mehr verpasst. Glocke aktivieren. Nicht vergessen, es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.